Hallöchen, Popöchen, willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, wo wir uns noch mit an den paar letzten Siedlungsmissionen aufhalten, wie ihr seht. Da mache ich es mir auch mal ganz einfach und mache hier die Schnellreise. Whee! So, ich habe gerade eben nochmal nachgeguckt im Internet und ich habe die Bestätigung gefunden, um das zu bekommen, woran ich denke. Ich muss das immer so umschreiben, aber ich will es auch irgendwie nicht spoilern oder beim Namen nennen oder so. Einfach an alle die, die die Story nicht kennen und das zum ersten Mal sehen, wäre das vielleicht, ne, ganz nett, dachte ich mir. Was wollte ich sagen? Genau, ich habe nachgeguckt und zwar um die Mission, an die ich denke, für die müssen wir alle Siedlungsmissionen erstmal erledigt haben, bis die dann auftaucht. Habe ich an sich kein Problem mit. Ich finde die Siedlungsmission eigentlich sehr, sehr süß und sehr schön. Deswegen freut es mich eigentlich auch, die euch zeigen zu müssen, in Anführungsstrichen, nur zu dürfen. So, was ist denn jetzt hier los? Eieiei, was ist denn hier los? Alle versammelt. Alle wütend. Hier, nur der Lance-Schild da hinten. Ja? Hallo? Du hast zwei Zeichen über dem Kopf. Der letzte Strohhalm. Eieiei, was ist denn hier los? Oha. Oh. Nein! Diese alte Potsau! Ey, da werden wir aber trächtig was einprügeln. Mit unserer Faust. Quinston und seine Kumpanen dürfen nicht in Els Haus eindringen. Ja, gerne. Hallo? Warum? Zack, ja gut, so geht's auch. So. Alans Vordertür ist ein bisschen mitgenommen, aber es geht. Was sollen jetzt diese Zeichen da? So, wir legen die einfach mal ganz gechillt nieder. Das ist doch ganz praktisch. Dann bleiben auch Alans Vorderseitenfenster und was weiß ich noch was schön verschont. Ich bin es leid zu warten. Ich will Pikachu und versag diesmal nicht. Entschuldigung. So. Hallo? Ach, Alter. Hallo? Ich kämpfe. Was ist das denn für eine Scheiße? So. So, zack. So, du auch noch. Mein Gott. Lass doch mal die alte Frau in Ruhe. Na, alte Frau. Lass doch mal die alte in Ruhe. Wer bist du eigentlich? Für wen haltet ihr euch eigentlich? Na, zack, hier. Leg dich mal hin, Alter. Mann. Komm mal runter, ey. Ja, du auch. Zack, so. Ich hab Boden geklebt, ey. So. Dann, da, da, da. Ellen und Maria sind frei von dir. Das sage ich. Das sagen die Leute hinter mir. Glaub mir, wenn ich dir sage, falls du jemals wieder hier auftauchen solltest, bringe ich dich um. Du kannst sie haben. Na, dann geh. Hab Dank. Ihr alle. Noch nie hat sich jemand so für uns eingesetzt. Bitteschön. Wir halten zusammen, Ellen. Ich fühle mich zu Hause. Ich werde einen Weg finden, mich bei euch zu bedanken. Versprochen. Ha, ist das nicht süß? Alle haben zusammengehalten. In dieser ganz kleinen, putzigen Siedlung. Ach, das ist so toll. Da wird mir ganz, ganz so cozy und fluffig. Schön. So, als Belohnung bekommen wir hochwertigere Waren von Ellen. Nice, thank you very much. So. Dann machen wir mal direkt weiter. Und wir haben einen neuen Plan erhalten. Das ist Superkowski. Ja, und das hier ist auch beendet. Dürfte ich jetzt Tabulator drücken? Tabulator? So. Da oben geht es jetzt weiter. Wer ist denn hier? Prinzen Warren? Ich dachte, deren Story wäre schon vorbei. So mit Kind und so. Kind und Kegel sozusagen. Na, mal schauen, was uns da jetzt wieder erwartet. Ach hey, yo, Lancy Lance, was geht? Guten Tag. Guten Tag. Boah. Egal, 2 von 3. Warum nicht? Ja, diese Enzyklopädie ist fürs Let's Play einfach zu viel, dann jetzt jeden hinterher zu stalken und ich glaube, das würde eine Weile dauern, wenn wir echt jeden haben wollen würden. Deswegen lasse ich das hier aus. Empfehle ich jedem, das zu machen. Ich finde das eigentlich ganz lustig, so diese ganzen Nebensachen. Aber halt nur nicht hier. Ach, jetzt geht's. Die Steine sahen gerade ein bisschen komisch aus. Zu körnig. Aber sehr schön. Nein, ich kann nicht klettern, Connor.
Mann, immer kletterst du auf Dinge. Das möchte ich doch nicht. Ach, guck mal, wer da steht. Ist doch die Myriam, oder? Myriam. Kannst du kurz zur Hand gehen? Ja, klar, was geht? Oh, die Hochzeit! Das ging ja fix. Wow. Norris, was machst du? Super. Sie sagt ja. Miriam? Wir werden heiraten. Oh. Ich sag, das ist keine gute Idee. Ist das wahr? Ja. Da du jetzt alles weißt, können wir reden? Es gibt so viel zu tun. Natürlich. Was soll ich tun? Begleite mich zum Gasthaus. Ich habe dort zu tun. Wie cool er Norris einfach umgenockt hat. Das war der Hammer. Norris ist ein Pedant, was Traditionen angeht. Miriam weiß leider nicht, wo ihr Vater ist. Und sie hofften, dass du seinen Part bei der Zeremonie übernimmst. Ich bin nicht vertraut mit den kolonialen Hochzeitsbräuchen. Du musst nur neben ihr hergehen bei der Zeremonie und sie Norris übernehmen, wie ein Vater es tut. Es wäre eine Ehre. Wunderbar. Ganz zu etwas anderem. Unsere Hochzeiten sind komplexe Feiern und erfordern, dass viele Hände zusammenarbeiten. Warren und Putins müssen für Verpflegung sorgen. Und Alan für angemessene Kleidung. Big Dave muss Eheringe schmieden. Ich die Trauung vollziehen. Und Oliver und Corinne das Festmahl bereiten. Hey, 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 hey. Das ist viel Arbeit. Wir fangen hier an. Wo, hier auf der Brücke? Womit denn? Laden, 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 laden. Ah. Oh, ein paar Tage später. Wo muss ich denn hin? Ich muss doch hier helfen. Ach, mit Norris reden. Ach, der ist da drin. Alles klar. Hat der jetzt Schiss bekommen? Dann das wär's ja auch. Le Norris? Ach, da ist er. Sieht super festlich aus. Bereit zur Hochzeit. Connor. Alles scheint für den großen Tag bereit zu sein. Ist es? Norris, finde Myriam. Ah, natürlich. Ich bin sicher, sie sorgt dafür, dass alles perfekt ist. Ich finde sie, mein Freund. Na, ja, die Braut, die sich nicht traut, war. Nach Hinweisen zu Miriams Aufenthaltsort suchen. Oh, musste ich raus? Oder ist das im Haus? Badumpf. Ich glaube, das war im Haus. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste das im Haus sein. Ja, da oben. Pivot. Pivot Eta in Grenzland. Schön, gut. Gut zu wissen. Sie war hier. Sie hat Blümchen dagelassen. Oh, das ist aber nicht gut. Ist das nicht der Strauß der Braut? So, was haben wir hier? Spiegel. Oh, ein kaputter Spiegel. Oh, 7 Jahre Unglück. 7 Jahre Pech. Das war auch bei Spiegeln, oder? Oha. Sie hat sich verkrümelt. Na, super. Na, Mensch. Hammer. Natürlich. Ja, war auch zu schnell. Die kennen sich bestimmt seit ein paar Minuten bei uns. Naja, gut. Wahrscheinlich soll es ein bisschen länger dargestellt sein. Aber hey. Nicht einfach alles und jeden heiraten, weil man die nett findet, ne? Sonst endet es wie bei, keine Ahnung, Kim Kardashian oder Britney Spears. Noch ein paar Stunden Schluss. So. Ist aber jetzt gemein. Weil die beiden sind eigentlich ganz süß. So, ach, da oben. Da, was macht die denn da oben? Super geflohen. Super unauffällig. Warum? Wie? Warum läufst du weg? Wie kannst du dich mit diesem Kleid bewegen? Ich bin keine Hausfrau. Niemand hält dich für eine. Genau darum geht es hier doch. Hä? Was hat die für ein Problem? Ja. Ja, was ist los? Ah. Hä? Wie jetzt? What?
Du darfst die Braut küssen. Das ging ja schnell. Ah. Ich verstehe zwar nicht genau, was jetzt dazwischen passiert ist. Fehlt mir jetzt eine Zwischensequenz? Ich glaube, das hatte ich aber auf der PlayStation auch. Ist das so beabsichtigt? Naja. Okay. Ah, süß. Yay, Party. Woo. Hochzeit. So, was geht? Ich rede mal ein bisschen. Hallo, Connor. Hallo. Siehst du dich? Köstlich. Oh ja. Es ist schön, wenn alle zusammen glücklich sind. Sieh dir die beiden an. Sie sind ein schönes Paar. Norris ist mein bester Freund und er konnte keine bessere Frau finden. Ich bin stolz auf ihn. Manchmal passen zwei Menschen einfach zueinander. Norris und Miriam brachte der Himmel zusammen. Und ein Messer. Connor brachte sie zusammen. Ist es nicht so? Ich half Norris nur, den Hut aufzubringen. Der Rest kam von allein. Bescheiden wie eh und je, der kleine Connor. So, jetzt auch nochmal hier. Was ist denn los? Und mein kleiner Bruder Joseph warf ihn in den Fluss. Was? Connor, wir erzählten gerade von unseren Hochzeiten. Sehr muntere Feiern, wie es scheint. Munter? Mehr Schlägerei als Hochzeit. Super lustig. Wenn du Joe klein nennst, kannst du zu mir Big Terry sagen. Der Bursche ist ein Hühne. Mein jüngerer Bruder hatte einen Streit mit einem von Terrys Cousins. Eine Meinungsverschiedenheit über die Tanzkarte einer Lady. Ich sage nur, Terrys Cousin war danach schlagartig nüchtern. Schlagartig. Oh mein Junge. Saß klatschnass da auf einem Baumstumpf, während Joseph seine Angebetete herumwirbelte. Hat ihm gut getan. Zeigte ihm, das Glück ist mit den Tüchtigen. Komm mal. Genau. Mensch. Das war jetzt relevant, aber ganz, ganz süß. Entschuldigt einen Moment. Oh. Danke. Es dauert nicht lange. Ich möchte nur Connor und euch allen etwas zeigen. Ich sagte, ich werde einen Weg finden, mich für euer mutiges Einschreiten bei euch zu bedanken. Und heute möchte ich es endlich tun. Diese Flagge ist ein Symbol unserer Stärke und Einheit. Und ich hoffe, ihr werdet sie alle voller Stolz über euren Häusern und Geschäften hissen. Ich mache gerne eine für jeden Einzelnen, wenn ihr möchtet. Aber diese hier ist für dich, Connor. Yay! Sehr süß. Jetzt hat Davenport eine Flagge. Woo! Sehr schnuffelig. Da hat sie sich also doch revanchiert. Schön. So. Laden. Ach, das war's. Vater Timothy bietet nun allen Bewohnern der Siedlung moralische Unterstützung und die Flagge weht da oben. Süß. Weht die jetzt auch echt überall? Mal gucken. Hier sehe ich es gerade nicht. Was auch immer das für ein Haus ist übrigens. Keine Ahnung. Können wir mal gucken. Da hinten sind noch ein paar Häuser von unseren besten Freunden. Nö, irgendwie keine Flagge. Aber vielleicht hat sie noch nicht fertig. Ne, kann man ja mal so erklären. Oh Gott, ach du heilige. Ehrlich jetzt? Was, wir haben noch so viele Siedlungsmissionen offen. Aha, ich dachte, fehlt nicht mehr viel. Ich würde aber gerne gucken, was hier ist. Bei unserem guten Achilles. Müssen wir doch noch was machen? Boah, tut mir leid, Leute. Ich wusste nicht, dass es doch noch so viele sind. Aber es ist echt wichtig, dass wir diese allerletzte Mission, an die ich denke, dass wir die auch machen und bekommen. Das ist mir sowas von wichtig. Da gehe ich nochmal gerne alle Siedlungsmissionen mit euch durch. Ich dachte echt nicht, dass es so viele sind. Ich dachte...
Irgendwie dachte ich, nach der Hochzeit ist vorbei, um ehrlich zu sein. Hab ich wohl vergessen. Jo. Ach, Hilli. Ja, aber an sich dauern die alle nicht lang. Deswegen ist das, glaube ich, also in dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr machbar, aber ich denke mal in der nächsten oder übernächsten. Hoffe ich zumindest. Entschuldigung, Leute. Ach, Achilles. Hallo. Rätsel des Landhauses. Es ist wunderschön, alter Mann. Wohl wahr. Ich fand ein Gemälde. Aua. Über den Kamin. Es ist zurzeit in New York. Wenn du Zeit hast, möchte ich, dass du es für mich abholst. Ein Gemälde, war es klar. Gut. Vielleicht ist es hinüber. Das Haus lag in der Brandschneise des großen Feuers. Na, du wirst ja sehen, wenn du da bist. Ach ja, der alte Mann. Gut, dann haben wir. Dann müssen wir also das Bild abholen. In New York. Achilles Andenken. Ein Gemälde also. Gucken wir, was wir hier noch machen müssen. Vielleicht sind das auch irgendwelche Abholungssachen. Man weiß ja nicht. Hä? Wo ist denn hier, hier die zwei Quadrätchen von. Oder die Dreiecke für Schnellreise. Nach Grenzland. Die waren da doch immer sonst. Die waren da doch immer sonst. Eigenartig. Naja. Hui! Cooler Move und weiter geht's also in die Siedlungsstadt. Also ich möchte einfach wenigstens, dass ich habe natürlich ganz, ganz viele Sachen ausgelassen vom Spiel. Das heißt, diese ganzen Konvoi-Sachen, die Pläne, nicht alle Seiten gefunden. In Boston aber, ne? Aber nicht in New York, glaube ich. Ne, etc. etc. Habe ich nicht. Ich habe natürlich nicht alles vom Spiel mitgenommen. Ich glaube, ich habe gerade geguckt, als ich vorhin das Spiel gestartet habe, war die Synchronität bei 54% oder so, also es ist echt nicht viel, aber mir liegt es auch am Herzen, dass wir wenigstens alle relevanten Story-Sequenzen sehen, denn die gehören zur Geschichte, die möchte ich doch gerne machen. So. Connor. Verleumdung. Was hältst du von unserem kleinen Stückchen Land, Doktor? Es ist sehr schön hier. Ich freue mich, hier zu sein. Doch ehrlich gesagt, außerhalb dieser Gemeinde meiden mich die Leute noch immer wie die Pest. Eine Weile war ich ratlos. Aua. Doch dann brach erschrocken. Das. Was denn? Seufzt. Bevor ich dich traf, verlangten die Briten, dass ich keine Patrioten behandeln soll. Doch ich tat es. Deshalb wollten sie meinen Ruf zerstören. Das zeigt mir, dass ihre Hetzkampagne immer noch weiterläuft. Wenn das nicht aufhört, muss ich vielleicht gehen. Ach was? Ach nein. Wir brauchen dich hier. Ich werde tun, was ich kann, um das zu beenden. Du beginnst vielleicht bei dem Kurier, der mir das brachte. Er arbeitet in Boston. Boston, okay, gut. Also wir müssen einmal nach New York, wir müssen einmal nach Boston. Huiuiui. Boah, doch schon noch was zu tun, aber ist alles machbar. Die dauern ja auch nicht lang. Das sind ja nur ganz kleine Nebenmissionen. Alles relativ fix gestartet, gemacht, erledigt. Habt Geduld. Es wird sich lohnen. So. Oh. Was ist denn hier los? Sinn für Ärger. Ich sehe es. Connor, was geht hier vor? Dieser Kerl ist um die Taverne geschlichen. Ich habe ihn ausgequetscht. Und das scheint, er sucht einen Deserteur. Mit Namen Big Dave. Er sagt, er sei allein. Ist es nicht so? Ja, ich bin allein. Ich schwöre es. Ich glaube nicht, Tim. Noch einer, Connor. Wenn er seine Truppe erreicht, bin ich erledigt. Okay. Wow, dann gib mir doch. Was, ein Pferd? Verarsch mich nicht, Alter. Ich reich dich gleich in deine Lasagne. Was? Nur weil ich kurz Big Dave noch zugehört hab. Nee, jetzt komm mal bitte hier klar, Junge. Junge. Komm mal bitte klar. Dann renn ich halt direkt los, um Dave zuzuhören. Dann halt nicht. So, jetzt aber. Ja, dann bist du erledigt. Oh, hey, nicht die Frau umnieten, du Arsch. Kann ich ihn jetzt töten, vielleicht? Ah, doch.
Nimm das, du Arsch. Kommst nicht auf dein scheiß Pferd, ey. Das mache ich Lasagne. Und das dir auch. Dave! Oh. Oh. Der eine, ne? Wo ist der? Der Feigling trat mir in die Kronjuwelen und warf Dave Sand ins Auge. Er ist uns leider entkommen. Nicht gut, Connor. Nein. Wir werden bald Besuch bekommen. Eieiei. Ja, Big Dave hat's gesagt. Es wird noch Probleme geben, was ihn angeht. Ach, okay, das war's aber erstmal. Ja, gut, das ging jetzt relativ schnell. Aber da kommt noch was Größeres auf uns zu. So, neuer Plan. Und wir können direkt hier, glaube ich, auch weitermachen mit Big Dave. Aber was ist denn hier bei... Wer ist das hier? Lance. Dann gehen wir mal erstmal zum guten Lance. Wenn ich mich recht entsinne, war die Mission dann bei Big Dave doch was größer. Die nächste. Also minimal größer. Yo, ich bin auf deinem Dach. Wie hast du mich gesehen? Sieht auch gut aus. Oh, die 1000-Pfund-Idee. Na, schieß mal los. Du hast nicht zufällig in New York zu tun, oder? Ich frage nur, weil ich ein Paket aus Frankreich erwarte, das längst überfällig ist. Ich habe dem Postmeister geschrieben und warte auf Antwort. Dachte, wenn du in der Nähe bist, kannst du ihn persönlich fragen. Wenn ich das nächste Mal da bin, suche ich ihn auf. Alles klar. So, dann müssen wir also nochmal nach New York. Lance Kontaktmann in New York finden. Okay, gut, dann haben wir jetzt noch die Missy hier. Die Missy Elliott. So, aber bevor ich das mache, machen wir einfach mal einen Folgenschnitt. Und man sieht sich in der nächsten Folge von Assassin's Creed 3 wieder. Einen schönen Tag noch und vielen Dank fürs Zugucken und bis später. Tschüssi, Leute.